Oh Mann, Cowboys. Ich suche gerade was für die kalten Tage für mein Western-Outfit zum Überziehen. Einen Mantel oder einen Poncho. Klingt eigentlich ganz einfach, aber ich werde hier bald verrückt. Ich finde nämlich nichts. Ich habe jetzt schon verschiedene Mantel angehabt, so richtig schöne lange das da. Und ja, der irgendwie, wenn ich in so einem Duster stecke, dann sieht das so aus, als hätte ich einen Sack an. Das passt einfach nicht zu mir. Als Alternative hätte ich gerne einen Poncho. Meinetwegen so einen richtig schönen klassischen Poncho, wie man ihn aus dem Western kennt, à la Clint Eastwood. Aber sucht mal so einen Poncho. Also irgendwie, ich habe jetzt das ganze Internet abgegrast. Ich werde einfach nicht fündig. Und ja, was soll ich sagen? Leute, mir reicht's jetzt. Ich bastel jetzt nämlich meinen eigenen Poncho aus einer Decke. Vielleicht steht ihr gerade selbst vor dem Problem und wisst nicht weiter. Und vielleicht kann ich euch mit diesem Video etwas inspirieren. Also, bleibt dran. Howdy Cowboys! Mein Name ist Sunset Sam, ich bin Pistolero und der Gründer des Cowboy Action Shootings mit CO2 und Druckluftwaffen. Wenn ihr von dem Thema noch nichts gehört habt, dann schaut einfach mal auf unsere Seite co2cas.de oder guckt mal bei uns ins CO2R Forum rein. Alle Informationen dazu verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung des Videos. Und falls ihr meine Videos toll findet und ihr habt mich noch nicht abonniert, dann klickt einfach unten auf den Abonnieren-Button und ihr seht immer meine neuesten Videos. Ja, wie am Anfang des Videos schon erwähnt, ich werde einfach nicht fündig. Ich finde keinen Poncho. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen eigenen Poncho bastel. Ich möchte, bevor wir loslegen, nochmal vielleicht ein, zwei Worte über mein Vorhaben gerne loswerden. Ja, warum habe ich mich jetzt für den Poncho entschieden? Ich bin bekennender Clint Eastwood, Sergio Leone und Ennio Morricone Fan. Western-Kenner wissen, wovon ich spreche. Und ich möchte gerne einen Poncho tragen, weil das so eine Art Hommage an Clint Eastwood, Sergio Leone und Ennio Morricone werden soll. Ich möchte nicht den klassischen, typischen Clint Eastwood Poncho haben, den Clint Eastwood immer in den Filmen trägt. Den kann man übrigens auch so kaufen. Aber nein, so soll es nicht sein. Ich möchte natürlich meinen eigenen Style behalten. Und es soll halt einfach nur daran erinnern. Jetzt habe ich schon, wie gesagt, viel im Netz geguckt und ich bin einfach nicht fündig geworden. Ich hatte auch schon einen Poncho aus Alpaka-Wolle. Ich blende euch das mal ganz kurz ein. Das war so auch so, naja, von der Wolle her, von dem Material her auf jeden Fall flauschig, aber auch viel zu dünn. Also für so kalte Tage wäre das nichts gewesen. Und ja, dann habe ich jetzt viel überlegt und ich bin jetzt einfach darauf gekommen, mir einen eigenen Poncho zu basteln. Und was eignet sich dazu besser als so eine Decke? So, bei den Decken, da ging es dann aber natürlich auch los. Ich wollte natürlich eine Decke haben mit Fransen, weil die Fransen sollen natürlich unterhalb des Ponchos runterhängen. Und dieser Poncho, der soll natürlich auch tatsächlich für solche Tage sein, wenn es kühl ist oder wenn ich abends mal am Lagerfeuer sitze, dass ich den dann halt trage. Und auch da habe ich natürlich dann geguckt, ich habe jetzt hier nicht irgendeinen Polyester, eine Polyesterdecke. Das ist eine Decke, die ist aus 100% Lammwolle. Und die Wolle, die Leute, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, die wissen, dass Wolle natürlich fürs Lagerfeuer perfekt geeignet ist. Beim Lagerfeuer kann es immer mal passieren, dass Funkenflug entsteht. Und bei einer Polyesterdecke kann es natürlich dann auch passieren, dass, wenn sich Funken hier irgendwo auf der Decke ablegen, dass sich diese Funken halt in die Decke einbrennen. Das habt ihr bei echter Wolle das Problem nicht. Zum anderen ist
Wolle geruchsneutral. Und sie hat eigentlich so einen Selbstreinigungseffekt. Also es gibt viele Vorteile bei echter Wolle. Die wärmt natürlich auch wunderbar, kostet aber natürlich ein paar Mark. Also für diese Decke, die ich hier habe, habe ich, glaube ich, jetzt ca. 60 Euro bezahlt. Vom Muster her hätte ich natürlich so gerne so ein typisches mexikanisches Muster gehabt, aber da bin ich auch echt nicht fündig geworden. Das war auch echt schwierig. Ich habe mich jetzt für so ein Muster hier entschieden. Ja, das kann man jetzt vielleicht gar nicht so gut sehen. Aber ich denke mal, ihr könnt euch was darunter vorstellen. Und ja, von den Farben her passt es zu mir. Und das ist jetzt halt so mein Poncho. Ne? Das soll halt so mein Style. Das ist so halt mein Style. Und der Poncho, der hat eine, oder die, ich rede schon vom Poncho, ist ja noch eine Decke. Die Decke, die hat eine Länge von 2 Meter und eine Breite von 1,50 Meter. Und wenn man sich so mal nach den meisten Ponchos umguckt, dann sieht man so, die haben meistens eine Breite von 1,30 Meter bis 1,40 Meter. Also das passt von der Breite. Und eine Länge von ungefähr einem Meter. Das heißt, wenn man die Decke einmal umschlägt, also die 2 Meter einmal umschlägt, dann kommen wir ja auf jeweils 1 Meter. Da würde ich jetzt versuchen, mir meinen eigenen Poncho draus zu machen. Wird wahrscheinlich nicht ganz so schwierig sein, weil man muss sich ja eigentlich nur ein Loch reinmachen, dass man einen Kragen hat. Und das war es dann auch schon. Den Kragen muss man dann etwas versäumen, damit sich die Decke nicht aufribbelt. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal loslegen. Auf geht's! Zuerst nehme ich die Decke und lege sie fast mittig zusammen und breite sie auf dem Tisch aus. Wie gesagt, ich falte sie nicht ganz in der Mitte zusammen, denn ich möchte auf der Rückseite des Ponchos gerne einen Überhang lassen, also auf der Rückenseite des Ponchos. Zum einen, weil wir Menschen etwas nach vorne gebeugt gehen, also bei mir ist das jedenfalls so, und aus diesem Grund lasse ich dann auf der Rückseite einen kleinen Überhang. Das ist mir auch recht, wenn er sogar etwas hinten etwas weiter runterhängt als vorne. Finde ich von der Optik besser. Ich entscheide mich in dem Fall jetzt für einen Überhang von 20 cm. Im nächsten Schritt suche ich in der Decke die Position für den Kragenausschnitt. Dazu nehme ich die Decke und falte sie noch einmal horizontal. Dadurch habe ich dann die horizontale Mitte und die Mitte werde ich mir einmal markieren. Nachdem ich die Markierung gesetzt habe, weiß ich, wo die Mitte des Kragenausschnitts ist. Und von dieser Markierung aus kann ich mich jetzt zu den Seiten hinarbeiten. Dabei unterstützt mich natürlich die Linienführung bei der Decke. Bei dem Kragenausschnitt entscheide ich mich für eine Kragenweite von 25 cm in der Breite, also ab der Mitte ausgesehen. 12,5 cm nach rechts und 12,5 cm nach links und eine Kragentiefe von 10 cm, das heißt 5 cm in die Höhe und 5 cm in die Tiefe. Dadurch entstehen 4 Punkte und diese 4 Punkte verbinde ich zu einem ovalen Kreis. Wenn ich mir jetzt nochmal einen Poncho selbst basteln würde, was würde ich an dieser Stelle anders machen? Ich würde vielleicht erstmal mit einem kürzeren Ausschnitt anfangen. Das ist auch erstmal meine Empfehlung an euch. Macht vielleicht wirklich erstmal nur einen Ausschnitt von 20 cm Breite und lasst erstmal die ovale Form weg. Probiert ihn einmal an und dann tastet euch langsam heran. Weil für mich hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass der Kragenausschnitt etwas zu weit ist. Nachdem ihr den Kragen ausgeschnitten habt, könnt ihr den Kragenausschnitt natürlich nicht so lassen, weil ihr dann Gefahr lauft, dass sich die Decke oder der Kragen irgendwann aufribbelt. Und ihr müsst dann natürlich noch den Kragen versäumen. Alles, was ihr zum Versäumen benötigt, ist eine Nadel, Wolle, also ich verwende in dem Fall beige Wolle und eine Schere.
Die Länge des Fadens beträgt bei mir übrigens 3 Meter. Zum Versäumen verwende ich einen bestimmten Stich, also eine bestimmte Nähtechnik, und diese nennt sich dann der Schlingenstich. Wie dieser Schlingenstich funktioniert, erkläre ich jetzt in diesem Video nicht, weil sonst wird das Video zu lang. Aber ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung das Video, womit ich mir diesen Schlingenstich auch angeeignet habe. Schaut einfach mal in das Video rein und danach verspreche ich euch, könnt ihr mindestens genauso gut nähen wie ich. Den Nähvorgang zeige ich euch jetzt lieber am Zeitraffer. Das dürfte jetzt nämlich nicht ganz so interessant sein. Ich habe für den Nähvorgang übrigens knapp 3 Stunden benötigt, aber dann auch wirklich ganz in Ruhe. Und diese Zeit solltet ihr dafür auf jeden Fall einplanen. Nach dem letzten Stich folgt dann auch so langsam die Euphorie und dann kommt noch das endgültige Verknoten und ich denke, das Endergebnis kann sich für so einen ungeübten Näher wie mich, denke ich, sehen lassen, oder? Ich muss noch dazu sagen, dass ich hier überhaupt keinen Anspruch auf Perfektion erhebe und für mich darf der Poncho auf jeden Fall nach selbstgemacht aussehen und so diese kleinen Unebenheiten geben dem Poncho dann erst seinen gewissen Charme. Bevor ich mir den Poncho überziehe und ihn euch angezogen präsentiere, möchte ich euch noch mal eine Kleinigkeit zeigen. Ein typisches Kleidungsstück eines Cowboys ist das Bandana, also das Halstuch, und das tragen auch die meisten Cowboys sicherlich von euch. Und dieses Bandana könnt ihr wunderbar als Schalersatz nehmen. Ich mache es genauso. Ich wickle es mir einfach leicht um den Hals und das wärmt dann nochmal zusätzlich meinen Hals. So, und jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt, wie der Poncho an mir aussieht. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, der Showdown. Ja, und damit ist der Poncho dann auch fast fertig. Eine Sache fiel mir dann noch ein, und zwar stellte ich mir die Frage,
Wie transportierst du denn den Poncho eigentlich, wenn du ihn jetzt gerade nicht trägst? Und da fiel mir dann ein, Mensch, nimm doch Lederriemen. Und ich entschied mich dann für 3 Lederriemen, ein großer und 2 kleine. Und den großen, den rolle ich dann einfach mit ein und fixiere dann den zusammengerollten Poncho mit 2 kleinen Lederriemen. Der große Lederriemen, der durch die Mitte gezogen ist, wird dann auch verschlossen und damit habe ich eine Art Tragegurt, was mir natürlich dann ermöglicht, den Poncho ganz lässig über die Schulter zu tragen, wenn ich ihn jetzt gerade mal nicht benötige oder irgendwo mit hinnehme. Und was sagt ihr zu meinem Poncho? Jetzt bin ich natürlich gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr zu meinem selbstgebauten Poncho? Kann man das so machen oder ist das totaler Quatsch? Eure Meinung interessiert mich jetzt. Schreibt sie mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Und mich würde es brennend interessieren, ob ich euch vielleicht damit inspirieren konnte. Und wenn ihr vielleicht auch sowas vorhabt und ihr bastelt euren eigenen Poncho, dann zeigt ihn mir doch einfach mal. Schickt mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail blende ich euch natürlich unten dann auch nochmal in der Videobeschreibung ein. Besucht natürlich gerne mal meine Instagram und meine Facebook-Seite. Auch darüber könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr denn, wenn, daraus macht. Damit sind wir auch jetzt am Ende des Videos. Es werden jetzt hier auf meinem Kanal natürlich weitere interessante Videos zum Thema Cowboy Action Shooting mit CO2 und Druckluftwaffen folgen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und in diesem Sinne sage ich so long Cowboys und bis zum nächsten Video.